ist unser Gott gegen. Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Hey, hey, hey! Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Was meinst du? Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen. Hey, herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part von Devil May Cry. Ja, hier wieder mit dem Dante. Und Alter, die Mausempfindlichkeit ist, glaube ich, ein bisschen arg hoch. Die stelle ich mal kurz runter. Moment. So, da sind wir wieder. Ich habe die Mausempfindlichkeit ein bisschen runtergedreht, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Ja. Endlich wieder Devil May Cry. Ich muss sagen, dass es nicht der erste Versuch, diesen Teil hier aufzunehmen. Weil ich letztes Mal versagt habe. Es tut mir ehrlich gesagt leid. Ich habe außersehen... Ja, der ganze Tag war eigentlich am Arsch. Ich habe da auch eine Fail-Aufnahme von... Upsi. Ich habe da eine Fehlaufnahme von Mega Man 3 gemacht, die ebenfalls scheiße war. Und da habe ich bei Audacity vergessen, quasi Audacity zu schließen, neu zu öffnen. Beziehungsweise eine neue Datei anzufangen. Und habe dann quasi die Fehldatei über die relativ gute Audio von Devil May Cry gespeichert. Es tut mir leid. Dafür gibt's heute nicht Asti, sondern gutes Schöpferhofer. Ah. Prost. Mm. Was sind eigentlich da vorne? Einmal move. Alter, ich hab mich jetzt schon fast erschrocken. Warum kann ich da rein? Bams! Klopf, klopf! Warum kann ich hier wieder... Hodensäcke abschneiden? Wir haben heute den... Keine Ahnung wievielten, ich glaube den 4. Oktober. Du kommst mir nicht davon, du kleiner Hodensack. Was steht da? Irgendwas in... falsch rum. Na, was haben wir denn hier? Yeah! Geschnetzeltes! Auf jeden Fall muss ich sagen, der Boss wird scheiße. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt alles weiß hier fast. Ist ja nicht so schlimm, seid bitte nicht so böse. Ein uraltes Wesen. Ein Nephilim, wie du. Ich wusste nicht, dass es weitere gab. Die Nephilim waren die dritte Rasse. Leider wurden sie gejagt. Und getötet. Warum? Sie hielten die Macht von Engeln und Dämonen. Doch anders als diese konnten die Nephilim die Welten durchschreiten. Sie waren wahrlich eindrucksvoll. Und das machte sie zur Bedrohung. Wie mich. Und wie du. Hatten sie großes Potenzial. Solch eine Verschwendung. Du willst dein Potenzial erschließen. Vielleicht kann Asiel helfen. Asiel? Nö, wird wahrscheinlich mir nicht helfen können. Aha. Da gibt's noch ein paar Hodensäcke. Habe ich gerade nicht was gehört?
Bitte dich runterfallen. Das hatten wir schon letztes Mal. Ahi, ich konnte doch irgendwie... Ach, so einfach gedrückt halten. Ich glaube, wir werden jetzt gleich sterben. Auf jeden Fall bitte nicht hoch bzw. runterfallen. Wenn wir schon davon sprechen. Oh, komm schon. Sirax, du failst anständig. Ständig anständig. Da hat die Taste nicht reagiert. Ich fasse es nicht. Schon wieder. Oh, komm schon, du Scheiß-Tastatur. Danke, dass du mal reagierst. Asiel? Nein, es ist ein beschissener Ding. Wie ging die? Wie ging die Tussi nochmal? Was, ich kann die zurück? Nicht runterfallen. Aua! Hey, ich kann die... Das wusste ich nicht. Richtig. Asiel hat den Schlüssel. Ich muss zum Schlüssel. Wusste gar nicht, dass Asiel so eine schöne Oberweite hat. Okay, wie ging das dabei? Ich werde wahrscheinlich runterfallen, oder? Oh mein Gott, gerade noch so geschafft. Ich dachte, ich sterb jetzt elendig. Aber kein Scherz, ich habe hier letztes Mal so oft versagt. Hui! Ja, auf die... Sirax! Wenn wir schon vom Versagen sprechen, musst du es nicht unbedingt machen. Alter, was war das denn für ein Vieh in den Augen? In Ordnung. Schauen wir, was passiert. Auf jeden Fall, diese Dimensionen sind immer so eigenartig. Schau doch mal das genau an. Da sind solche Gebilde, die nur aus Häusern bestehen, die da emporragen und sich so quasi wie riesige... Ja. Emporragen halt. Ich würde es mal interessieren, kann ich auf die drauf? Ich glaube nicht. Ich rutsche einfach runter wahrscheinlich. Okay. Lassen wir mal den Scheiß. Ich glaube, zurück können wir nicht. Oh, das sind ein paar Stufen. Nein. Okay. Ich schaff das. Spinnies. Ganz viele Spinnies. Oh. Ja, blöd, was Böses. Das kann nicht so einfach sein.
Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Dein Vater hat sich in mich verliebt. Die Liebe durchbrach strenge, uralte Grenzen. Wir wählten unseren Pfad im Angesicht eines sicheren Endes. Nie bereuten wir unsere Entscheidungen. Doch wir ließen dir nie deine eigene, mein Sohn. Nun wirst du endlich diese Wahl haben. Du wirst große Macht besitzen. Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Sei tapfer, mein Sohn. Ich liebe dich. Oh, dass die blöde Kuh auch noch Sohn sagt. Ach du Scheiße! Hilfe! Nein! Fuck! Aber da gab's doch einen Trick. Ich muss da hoch. Nicht runterfallen. Nein! Nein! Das hat auch runtergefallen. Das ist nämlich der Trick dabei. Kommt doch her, meine Lieben. Kommt her, ja, meine lieben Kinder. Kinderlein, kommt. Das war so. Fick dich, du blöde Nutte! Das habt ihr nicht gehört. Nein, der Sirax, der sagt niemals böse Wörter, wollte ich sagen. Nein, das gibt's doch nicht! Diese blöde Flasche hat mich auch noch getötet! Game over! Deine Mutter ist Game over nach 2 Minuten. Oh Mann, leck mich doch. Voll unnötig. Und ich dachte, der Trick geht wie letztes Mal. Nein, das hat diesmal nicht funktioniert. Oh, Dr. Großnase hier. Ich bewege meine Finger. Und bringt dein Uranium-Plutonium-Kackstein da. Mit weiß der Teufel zum Klönen. Oh, mein Zinken juckt, weil irgendwelche Scheißhaare wieder drin sind. Ach man, muss das wieder sein? Kann ich das nicht überspringen? Hallo? Es tut mir wirklich. Geh doch. Ihr könnt mich mal. Du fällst jetzt garantiert nicht runter. Fick dich, du kleiner blöder Scheißpenner! So, die können wir hier gar nicht treffen. Hier war der Trick nochmal. Ach komm schon, nicht runterfallen. Du kleiner Wichser. Der hat mich gar nicht getroffen. Verpiss dich, du kleine Fotze! Meine Güte! Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Mann, was für ein Abfuck! Dante. Verdammt. Auf richtig, der Turm. Auf dem Weg. Ein verdammt cooles Auge hat er. Und Dante, du kleine Schwuchtel, du redest nie wieder
in meinen Satz hinein. Sonst zerficke ich dich selber nämlich. War so klar. Was kommt jetzt? Ich weiß es nicht mal. Ach, ihr kleinen Penisköpfe. Kommst hier nicht hoch. Verpick dich! Verpiss dich! Du blöde Schlampe! Hure Fotze! Ich knödel dir ein. Hallo! Komm! Was? Besorgst der nackten Frau? Du kleiner Pisser. Fuck! Genau in der Pause. Fuck, Mann! Fick dich, du Fotze! Fick dich, du nacktes Weib, du blöde Fotze, ey. Komm her. Schlampe, ich bin noch nicht mit dir fertig. Ich fick dich. Ich fick dich, Mann. Ich fick dich in alle Ewigkeiten. Ich reiß deine Schamlippen raus. Und stopfe es dir in den Mund. Ich zwing dir deine Schamlippen zu fressen. Du blödes, ekelhaftes, nacktes Kackweib, du. Meine Güte. Ah. Dabei sehe ich, unser Part ist schon wieder zu Ende. Ich weiß nicht mal, wie weit wir in der letzten Session gekommen sind. Oh, dann säble halt den Hoden, sag mal, nicht ab. Meine Güte. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, auf Wiedersehen.